Und damit Hallihalluschen und willkommen hier im Winterspaß Steppenbach. Zusammen mit dem guten Wiesel. Ja, guten Tag. Und ihr seht richtig, ich räume hier zwischendurch mal ein bisschen auf. Mit der Stumpenfräse, die meint, sie wäre ein Flug. Darum steht da auch immer, es ist zu kalt zum Fliegen. Aber eigentlich ist es eine Stumpenfräse. Eigentlich. Betonung. Ja. Obwohl, wenn ich ganz lustig bin, kann es auch sein, dass ich die austausche gegen die andere, die ich da gesehen hatte. Weil da kannst du den Flug zuschalten extra, wenn du das möchtest. Okay. Allerdings ist die halt nur für den Kompakt- oder Radlader. Achso. Die geht nicht mehr an die 3 Punkte. Okay. Ich meine, ist jetzt auch nicht das Problem. Das ist jetzt eigentlich absolut nicht das Schlimmste. Haben einen guten Radlader und haben dann halt eine Fräsbreite von 3 Metern. Genau. Auch nicht unbedingt das Schlechteste. Nee, also kann man definitiv tun. Das sind gut 50 cm mehr, wie wir jetzt haben. Ja, ist nicht schlecht. Kann man gebrauchen. Ja, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ja. Ach, und du hängst mir schon wieder hinten. Ich hänge dir nach. Das ist gut. Ich hatte schon gedacht, du bist gerade noch beschäftigt. Nö. Ich häng dir an den Hacken. Ja, sehr gut. Wobei ich sagen muss, man merkt die Anhänger schon, wenn sie voll sind, ne? Das merkst du ja auf jeden Fall. Wow. Sorry, da war das Auto. Ich hatte gedacht, ich komme vorbei, knapp. Da waren der Räder doch ein bisschen... Ja. Nicht, dass der Händler nachher sagt, den Pfennig müssen wir kaufen, der ist so im Eimer. Ja, gut, könnte passieren, ne? Aber wir haben wahrscheinlich genug Provision hinterlegt. Das, davon gehe ich mal stark von aus. Wir hoffen es einfach. Ja. So, jetzt kommt wieder diese schöne... Oh Gott. Ja, man merkt es aber auch, wenn du auf die Bremse gehst. Also, da steht nichts mehr. Nee, ja. Das dauert ein bisschen. Ich weiß. Natürlich, und hier steht. Ach nee, doch nicht, okay. Oh, entschuldige. Nein, ah, okay. Nee, okay. Ich dachte, hier steht gerade ein Auto, aber das war bloß der scheiß Schnee. Achso, machen wir mal wieder den Marker für Wiesel. Jo. Naja, ich sehe schon, das war ein bisschen zu. Ah, das ist, weil an dem Krone die Heckklappe, die ist halt nach hinten raus, schräg nach hinten raus geformt, ne? Halt so ein bisschen passiv. Ja, du könntest mal wischen. Müsste langsam kommen. Jawohl. Klettern wir mal wieder in den Wald rein. Ist aber auch gerade kein Autofahrer da, der sich beschweren will. Thank you.
So. Jetzt bin ich leer, sehr schön. Vorwärts fahren bitte, danke. Yeah. Da brauchst du nicht auf mich warten, kannst auch schon hochfahren. Ja, 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 hätte ich jetzt sowieso gemacht. Muss ich erstmal hier rumdrehen wieder und. Gib ihm. Ups, runter, los. Ich hab's ja nicht ganz so schwierig mit Trigger finden. Ja, richtig. Boah, toll. Da war ein Zaun. Manu, da war der Zaun. So, jetzt aber. Boah, diese, Alter. Jetzt kommen wieder diese komischen Lags. Boah, Junge, jetzt willst du gerade hier reinbiegen, ey. Komm, fahr zu. Lass mich irgendwie hier vorbei, dankeschön. Boah, Junge. Diese KI, also, wow. Yo, Lag, wow. Hör auf. Bitte nicht. Boah, Alter. Also, irgendwie hat's heute das Spiel mit den Lags, ey. Ja, bei mir nicht mehr. Also, jetzt hab ich die, oder was? Ah, ja. Jawohl. Bei mir steigt so langsam aber auch die Framerate wieder. Okay. Na gut, will halt alles berechnet werden, ne? Die Haufen wollen berechnet werden, die Schneeplane will berechnet werden. Die KI muss berechnet werden. Naja. Nimm eine Sache sowas. Ich bin ja froh, dass die Straßen hier nicht total eingeschneit sind. Ja. Ansonsten hätten wir ein Problem in den Bergen. Das hätten wir, ja. In der Tat. Und Bock, die ganze Strecke zu räumen, hatte ich persönlich nie. Nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Und du wahrscheinlich genauso. Richtig. Vor allem hier der Bärsch. Wenn der zugeschneit wäre, kannst du vergessen. Da kannst du es knicken, ja. Den merkst du ja so schon. Den merkst du so schon, ja. Und dann mit Glatteis? Oh. Naja, nee, danke. Muss ich jetzt nicht unbedingt. Definitiv nein, nein, nein. Heute freue ich mich drauf, den ganzen Kram auch wieder zum Händler zu karren. Ja. Es sei denn, der Händler schickt natürlich einen Sammeltieflader hoch in den Wald. Das wäre natürlich positiv für uns. Das wäre sehr nett, weil wir haben eigene Fahrzeuge, haben wir kaum hier oben stehen. Richtig. Also wüsste ich jetzt nur den, ja, den Fortschritt mit Anhänger. Richtig. Okay. Weil der gute PKW, der kam ja hier nicht hoch. Nee. Gerne die Winterreifen drauf. Kannst du zwischendurch auch mal hochkommen, schon während lädst oder so, wenn du Lust bist. Jo, toll. Jetzt ist wieder der komische Förderbandmotor aus. Oh nee, jetzt geht das wieder los. So, macht der was? Ja, gut. Und sehen deine Zuschauer noch was anderes außer Hackschnitzel. Hackschen zu beladen. Bitte. Das Förderband will mich doch heute rollen. Jetzt ist es wieder aus, oder was? Junge. Oder kriegt es nicht mehr genug? Ja, natürlich, Motor's aus. Sag mal, ich hab's gerade angemacht. Sag mal, bist du hohl? Mach doch nicht eher das Förderband wieder aus, ey. Glaub wohl, du hast du heute hier echt. Also, das Förderband hat heute auch einen Clown zum Frühstück. Könnte ich mir vorstellen. Mann.
Heute ist hier irgendwie ärgert den Dieseltag auf dem Server. Ja, irgendwie ja. Die haben es heute mit mir, du. Naja. Ich armes kleines Wesen. Diesel. Muss wieder dran glauben. Ja. Du wirst ja auch so oft geärgert, ne? Ja, zu oft. Von allen. Ja. Ja, das stimmt schon. Du kriegst es oft ab. Ist an dem wohl so richtig. Die Frage ist nur, woran liegt das nur? Dass ich immer die Dresche abkriege hier. Das ist jetzt eine Frage, du. Ja, ey. Das ist jetzt die 100.000 Euro Frage. Oh ja, wer die richtig beantworten kann, der ist reich. Liest du nächste Woche bei dir unter den Folgen jede Menge Theorien? Nee. Ja, schön wär's, wenn sowas mal wäre. Dass ich überhaupt mal beteiligt wird. Aber naja. Irgendwie. Das schleicht ein bisschen. Das ist irgendwie. Keine Ahnung, so richtig. Ja. Ach ja, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Das glaube ich. Das glaube ich. Irgendwann wird's mal. Irgendwann klatscht der Knoten. Genau, platzt der Knoten. Oh Gott. Ja, ob der Knoten klatscht, weiß ich nicht. Haben noch nicht gehört. Siehst du? Wenn du noch nicht gehört hast, naja, da kann auch noch nicht gekommen sein. Ja, wer weiß. Naja, ne? Wir haben vielleicht überhört. Vielleicht letzte Woche, als ich ausgefallen bin. Das, ja, könnte natürlich sein, ne? War das aber eine Sauerei. Ja, echt mal. Hast du keine Stimme, weißt du? Scheiße. Stimme weg, kannst du auch nicht aufnehmen. Ja. Obwohl, das wäre ein stilles Let's Play geworden. Au ja, aber so still, du. Oh, der war jetzt richtig mies. Ja. Ich übertreffe mich gerade wieder selber. Ja, das tust du in der Tat. Aber wenn ich es nicht tue, wer tut es dann? Hallo? Ah, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, Wiesel hat ja versucht, alle Stumpen zu entfernen, die er gesehen hat. Weiß ich aus zuverlässiger Wieselquelle. Ja, genau. Oh, das ist gerade so nervig mit dieser blöden Einblendung. Die Bodentemperaturen lassen derzeit die Bearbeitung nicht zu. Warte etwas wärmer Tage ab. Yep. Ja, okay. Leute, wir sind im Forst und wir versuchen Stumpen zu fräsen. Genau. Da können wir nicht warten, bis es warmer wird. Und das macht man mit Absicht im Herbst, damit die Messer nicht so heiß werden. Richtig. Und mit dem Schnee ist das noch optimal. Ja. In der Tat ist das so richtig. Ich weiß. Ich weiß auch mal Sachen. Es ist zwar selten, aber es kommt mal vor, ne? Ja. Ey. Hauptsache erstmal recht geben und dann, hä, was? Scheiße. Verdammt. Schon bin ich wieder der Gelackmeier. Naja, ist der Kern doch da. Auch wieder aber. Siehst du? Kann nur einer von uns beiden sein. Ja. Wenn Ente noch da wäre, wäre Ente dran, aber nee, die ist halt nicht da. An dem so richtig. Heute ist mal Ente Verschontag. Heute ist mal Daniel Quältag. Naja. Pass auf, dass der nicht zurückquält. Klar.
Dein kleiner Sadist steckt doch in jedem von uns. Ja. Aber nur ein kleiner. Ganz kleiner, ja. Ach ja. Oh yeah, ich bewege mich unfassbar schnell. Oh yeah. Naja, siehst du mal. Ich habe ein Kamal drauf. Le Mans gewinne ich damit nicht. Nee, das definitiv nicht. Profil steht fest. Das ist schon mal so, das kann man so mal festhalten, ja. Definitiv. Das gewinnst du definitiv damit nicht. Schade. Schade, ich wollte schon immer mal an Le Mans teilnehmen. Aber ich glaube, dazu fehlen mir die Voraussetzungen. Dupdi-dupdi-du. Ey Wiesel, wir stehen sogar relativ gut da mit den Folgen. Ist die dritte Folge. Ja. Ist an dem so richtig. Mhm. Das könnte was werden mit deinem Wochenpensum eventuell. Oh ja. Wenn das jetzt so weiterläuft. Mhm. Schön wär's. Ja. Und wenn nicht, dann müssen wir eben in der Woche nochmal aufnehmen. Wenn das irgendwie möglich ist. Denke. Wie gesagt. Erstmal überhaupt gucke, ich überlege, ob ich morgen wieder mal eine Runde Stream einhabe und so. Morgen Abend, mal gucken. Je nachdem, wie es mir morgen Abend nach der Arbeit geht. Ja. Nur, sonst fragen mich Leute in Löchern im Bauch. Und ja, ich hab's nicht so gerne mit Löchern im Bauch durch den Regen zu rennen. Nee. Das tut ein bisschen weh. Das zieht auf Dauer. Hältst du dich aber an, du. Ja, hey. Wie so eine kleine Mimi. Ja. Ach ja. Was soll ich denn sagen? Meine Zuschauer sehen gerade schon seit 5 Minuten, wie ich mit einem kmh durch die Gegend eier. Allerdings, ich habe einen Tempomat mittlerweile mal auf einen kmh runtergestellt, weil sobald er auf ein Stück Holz trifft, gibt er Gas. Oh, geil. Und das wird dann nicht weggearbeitet, weißt du? Ja. Mega. Ja. Einfach mega praktisch. Mega gut. Wollen wir noch einen Ritt machen? Weil du bist voll. Ja, wenn wir noch einen Ritt machen. Weil dann fahren wir nochmal hoch und dann beenden wir dann dort die Folge. Ey. Moped an und gib ihm. Yippie. Weil wir sind ja schon wieder fast am Folgenende, Mensch. Mhm. Die Folgen, die verfliegen momentan ja wie im Fluge hier, das ist ja Wahnsinn. Ja. Also. Dabei sind es in Anführungsstrichen nur 10 Minuten Unterschied. Naja. Vor allem, ich überlege jetzt schon die ganze Zeit krampfhaft, wie benenne ich die nächsten Folgen? Ich nenne sie eigentlich, bis jetzt die ganzen Folgen nenne ich immer fast gleich. Weil wir machen ja eigentlich nichts anderes. So richtig. Ja, es ist der Winter, ne? Leicht eintönig. Ja. Oh, hier steht wieder ein Auto. Yay. Also KI hat vollkommen fertig berechnet. Klappt. Ja. Klappt auf jeden Fall gut. Habe ich hier so einen Schleicher vor mir, Mensch. Was? Also. Das liebe ich ja allerdings an der KI. Die schleichen immer so, ne? Oh ja. Da ist man immer erpicht auszusteigen, nach vorne zu laufen, den einen in die Fresse zu holen. Ich wollte gerade sagen, dem mal zeigen, wo das Gas ist oder am besten noch festschrauben das Pedal. Ja, am Bodenblech. Mit einer dicken Schraube. Und jetzt kommt dann eher so ein Quark bei meiner, ey, Alter. Komm, 25, jetzt zieh mal. Ja, ich schieb schon. Jetzt zieh mal Gummi, Junge, Alter. Was geht denn jetzt? Ich häng schon dran. Also ich drück schon durch hier, ne? Gaspedal. Oh. Ah. Wow.
hat einfach nur gesagt, ach, weißt du was, ich warte, bis da einer steht. Und dann ja. Komm ich aus der Pöppel. Ja, genau. Da ärgern wir Daniel mal ein bisschen. Ja. Wow, Kurve. Bremsen auf Schnee, nichts gut. Nicht nachmachen, Kinder. Das ist nicht gut. Das ist erst recht nicht gut gerade. Tuschen jetzt. Ach, oh, weißt du, weil ich fahre beim Schweinehof. Ja, mach das. Der auch super geil geräumt ist gerade. Ja, ne? Extra für dich. Boah, wo hänge ich jetzt schon wieder? Wow. Oh, wow. Oh, ey, das ist doch. Jo, jetzt ist bei mir hier auch wieder Blackout vorbei. Ich komme nicht mehr rum hier. Hallo. Boah. Ah. Ich nichts mehr tun kann hier. Ah. Ist doch nicht wahr. Verdammt. Die ganze Zeit habe ich die Kurve immer gekriegt, weißt du, und jetzt, ja, wow, bleibe ich im Zaun hängen. Geil. Geil, ist schön. Mach mal eins auf Harakiri. Jo, mach das mal. Also hau den Vorwärtsgang mal rein, damit du wenigstens vorwärts wegkommen könntest. Ja. Oh yeah. Ist sehr schön. Jetzt suche ich den Trigger wieder, damit du siehst, wo er ist. War eigentlich voll die Technik, ne? Ja, ja. Echt nix. Boah, wenn du gerade rückwärts drückst, sollte der irgendwann kommen. Aber zuerst darfst du noch 2 Meter drücken. Ja, wenn die Lags aufhören würden, würde es gehen. Achso. Naja, es hat gerade wieder mal geleckt. Ja, jetzt müsstest du langsam einen kriegen. Jupp. Was wird doch langsam mit uns, du. Ah ja. Und im kommenden Frühjahr wollten wir ja dann auch mal gucken, was die Schafe sagen. Ja, das ist in dem so richtig. Könnten wir eigentlich schon mal anzahlen? Hm, ja. Weil tatsächlich kann man die auch in Etappen kaufen, die Sachen hier. Hm, sehr schön. Total geil. Also muss man ja wirklich sagen, das ist echt gut. Hm. So, was mache ich denn? Warum fahre ich denn so scheiße gerade? Hallo. Hast du dir was ins Essen getan? Ja, wahrscheinlich. Gut möglich. Ich muss nur sagen, ne, wenn du mit dem Drehschemel um die Kurve fährst und dann langsamer wirst. Hm. Ich sag mal so, er lenkt weiter ein, aber auch nur, weil die Vorderachse anfängt irgendwo hinzurutschen. Okay. Habe ich einen Trigger gerade nicht auf Anhieb entdeckt oder nicht erwischt? Stimme. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Und damit würde ich mich verabschieden von dieser Runde Steppenbach. Schmeißt uns gerne Themen in die Kommentare. Schmeißt auch gerne Bewertungen hin und macht und tut und habt, damit wir mit euch arbeiten können. Oder ihr mit uns. Könnt euch aussuchen, wie rum. Genau. Und damit würde ich das Wort noch an Wiese geben. Ja, ja, von meiner Seite her gibt es eigentlich nicht viel zuzusetzen. Ja, Daniel hat es schon angesprochen, die Themen. Ja, ich würde mich hier einfach nur noch bei euch bedanken fürs Zuschauen, fürs Einschalten, fürs dabei sein. Ja, würde mich natürlich über Feedback etc. freuen und natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Aufnahme wieder am Start seid. Und damit sage ich bye bye, bis demnächst. Ciao, ciao.